Außer der Leber haben sie auch noch ein paar andere Innereien. Das sind die Mägen und das Herz. Vielleicht noch ein paar Abschnitte vom Fleisch, die sie aus den Knochen rauspulen können. Nehmen wir von meinem Gänsefond ein bisschen Fett oben weg, passiere es in die Pfanne. Dann gebe ich ein paar kleingeschnittene Zwiebeln dazu. Hier geben wir jetzt kleingeschnittene Gemüsestreifen, Karotte, Sellerie und Lauch und Steckrüben hinein. Der frische, schon ein bisschen entfettete Gänsefond dazu. So. Wir suchen uns jetzt die Reste von der gebratenen Gans. Wir haben noch ein bisschen Fleisch zusammen. Wir haben den Hals, wir haben vielleicht noch ein bisschen Fleisch an den Knochen. Wir haben das Herz. Wir haben die Mägen. Bei den Mägen ein bisschen aufpassen. Flügelmägen haben auf einer Seite eine Sehne, die ist sehr fest. Die kann man aber einfach wegschneiden, klein schneiden. Viele lieben es auch so. Das ist eine ganz leckere Sache. Sieht schon mal lecker aus. Geben wir noch ein bisschen mehr Fond dazu. Kommt noch etwas frisch gehackte Petersilie hinein. Und schon haben wir eine wunderschöne Gänsesuppe. Es gibt nur wertvolle Sachen bei einer Gans. Und man sollte wirklich alles verwerten. Alles ist zu schade. Gute Lebensmittel. Nur weil man nichts damit anfangen kann, ungenutzt wegzuwerfen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de